Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu Alan Wake Remastered hier auf der PlayStation 5. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Euer Team, wie immer, für euch natürlich am Mike. So, die wilde Fahrt geht hier weiter. Ganz lieben Dank geht nochmal raus an alle, die das Projekt hier so schön unterstützen. Bitte auch weiterhin hier mit einem Daumen das Ganze honorieren. Ich muss mal eben schauen, wo müssen wir jetzt überhaupt lang? Hier müssen wir lang. So. Habe ich hier alles mitgenommen? Oh, da ist ja noch was, oder? Da. Alles mitnehmen, alles mitnehmen. Ja, am liebsten würde ich hier stehen bleiben im Licht. Aber wir müssen ja leider weiter. Okay. Muss ich noch irgendwas nachladen? Batterien habe ich nicht mehr. Das ist natürlich Schitte. Ich will jetzt auch endlich mal ankommen. Wäre irgendwie mal schön. Da ist ein Haus. Das sieht doch schon mal gut aus. Und wieder von hinten. Ah! Geh ins Licht! Ich komm da nicht rüber! Oder? Doch! Oh! Ah, okay. Klettern. Was nu? Was nu? Ah! Hier rein? Revolver-Munition. Hä? Was war das? Was ist das denn? Scheinbar nicht gut. Hier noch irgendwas. Okay, gehen wir hier mal hoch. Und hier geht das aber nicht weiter. Treten. Dann kommt das Ding hoch. Und da ist eine Seite. Leuchtfackel. Da, Thermosflasche. Man kann die immer so verdammt wenig sehen in diesem Spiel. Okay, von da bin ich gekommen. Da geht's hoch. Okay. Jetzt. Ist aber auch alle spinnefein mit ihm hier. Och nö.
Okay. Wir wollten ja eigentlich nur dieses zu diesem Peak-Dingsen da hin. Da. Oh! Jagdgewehr. Sehr schön. Da ist das Jagdgewehr. Irgendwann finden wir, glaube ich, auch noch eine Flare Gun. Da kann man darüber. Nee. Aber hier. Ich geh da ran. Batterien, das ist gut. Okay, wo müssen wir jetzt lang? Da. Ach Mann, ich will nicht durch den blöden dunklen Wald hier. Da kommen schon die nächsten. Da ist er. Da kommt noch einer. Ja, da braucht er noch ein bisschen länger. Mann, sind die spannend viel. Wie könnt ihr denn ab? Da, jetzt habe ich ihn. Muss ja wahrscheinlich noch dichter rangehen. Gleich schon wieder alles leer. Da ist der nächste Lichtpunkt da hinten. Ja, erstmal wieder ausruhen. Der Opa kann ja nicht so lang. Warum gib mir mal meine Sachen hier? Immer nur so wenig von allem. Du bist nicht so großzügig. Seid bloß nicht so großzügig hier. Holzfäller ist ein riskanter Beruf. Hä? Ich sehe nichts, hallo, ich sehe nichts. Jo, genau, 15 Feinde gleich auf einen Schlag, natürlich. Ich habe auch keine Flare Gun mehr und gar nichts. Ja, das wird schwierig hier. Ist hier so ein bisschen. Den habe ich. Was kann der denn ab? Das gibt's ja gar nicht. Meine Güte. Keine Batterien mehr. Ja, alles wieder leer, war ja klar. Wo muss ich denn überhaupt hin hier? Hä?
Hä? Da hoch, okay. Ja, das ist nicht so leicht mit dir, ne? Barry? Ja, die Veranda ist voller Vögel. Es ist wie bei Hitchcock. Halt dich versteckt. Ich bin unterwegs. Öffne nicht die Tür. Bin ich denn verrückt? Versteck dich. Ich bin bald da. Lass auf jeden Fall das Licht an. Ja, ich habe mir nochmal den Test zu dem Spiel hier angesehen und da haben die auch bemängelt, das liegt also nicht an meiner Aufnahme, dass die Sprache ein bisschen leise ist. Also die Sprachausgabe hier von diesem Spiel ist das einzig Negative eigentlich. Das ist ein bisschen leise, da müsst ihr ein bisschen genauer hinhören. Ich kann es leider nicht lauter stellen, ich habe aber schon die Nebengeräusche und die Musik leiser gestellt. Mehr kann ich leider von meiner Seite aus nicht machen. Ich musste zwar noch Barry bei der Hütte erreichen, aber wenigstens war ich aus dem Wald. Ja. Toll. Aber irgendwie kommst du auch nicht weiter hier. Ich musste das Auto aus der Garage holen. Es würde mich schneller zu Barry bringen. Ja, die Scheinwerfer waren ein erfreulicher Bonus. Muss ich die aufschießen? Geht nicht. Ich komme da nicht ran an das Mistding. Das Auto. Wahrscheinlich brauche ich da einen Schlüssel für, wa? Garagenschlüssel finden, ja. Wer lesen kann. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Manuskripte. Hier irgendwas. Komm, dann gib mir einen Schlüssel. Munition. Ich musste den Garagenschlüssel finden. Ja. Hier kann man auch wieder nichts sehen. Das ist die Toilette hier scheinbar. Wo könnte der denn sein? Der blöde Garagenschlüssel. Mit dem Schlüssel käme ich ans Auto ran. Ja. Du bist ja ein schlauer Fuchs, du. Vielleicht ist hier in einem der Trailer. Komme ich nicht rein. Der Garagenschlüssel musste irgendwo in der Nähe sein. Ja. Du bist einfach ein schlaues Kerlchen. Das muss man dir lassen. Da kommen wir nicht rein, ne? Ne. Irgendwo in der Nähe. Was ist das denn hier? Do not feed wildlife. Also hier ist er jedenfalls nicht. Ich hätte jetzt gesagt, der wäre in dieser komischen Hütte hier, aber da ist ja auch nichts. Closed. Hier ist wenigstens ein bisschen Licht. Oh, hier ist ein Kontrollpunkt. Hat er den ins Klo gesteckt? Nö. Garagenschlüssel zu finden im Klosett. Da! What's that? Eine Geschichte ist keine Maschine, die einem gehorcht. Sie ist eine Bestie mit einem Eigenleben. Man kann sie erschaffen, sie formen, aber je größer sie wird, desto mehr fordert sie ein. Nur eine Sache zu ändern, setzt eine Kettenreaktion von Geschehnissen in Gang, die sich über die ganze Geschichte ausbreitet. Diese Geschehnisse müssen zur Logik der Geschichte passen. Nur ein Fehler und die Magie ist dahin. Die Geschichte stirbt. Alice stirbt. Ja. Ah! Da kommt der aus dem Scheißhaus! Da kommt der doch aus dem Scheißhaus, du. Verdammte Axt. Ja, Opa, ich weiß, du kannst nicht so schnell. Nun mach das blöde Schloss auf. So, geh rein da. Fahren. Hau ab jetzt. Wo sollen wir denn jetzt hin?
So, aber jetzt kann man die wenigstens mal umdieten hier. Hä? Wo soll ich... Wo soll ich denn jetzt... Wo soll ich denn jetzt langfahren? Kann denn mal irgendetwas hier klappen in diesem Spiel? Fahre ich hier mal hin. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier lang soll. So, da. Boah. Ey, das kann doch nicht wahr sein, dass hier überall diese... Da kommen wir vielleicht vorbei. Da müssen wir lang. Da lang. Oh, lässt sich das beschissen lenken, echt. Muss ich aussteigen? Ich weiß das nicht. Kann man da aussteigen? Doch, kann ich aussteigen, okay. Jetzt bin ich erstmal in Sicherheit hier. Ich glaube, hier ist richtig. Was ist das hier? Hier rein. Hier ist, glaube ich, nichts, ne? Irgendwas mitnehmen hier? Ne. Ja, da konnte man nicht fahren. Wo soll ich denn fahren? Hier kann man jetzt wieder fahren. Super. Das könnte richtig sein da, oder? Kommt's ja nirgendwo durch, ist alles zugestellt hier. Na sauber. Passt. Es passt. Da mitnehmen alles. Die Leuchtpistole war vermutlich die bestmögliche Waffe gegen die dunkle Bedrohung. Ja, okay. Ah! Wir wissen die ja nicht. Es war der Entführer. Sie Mistgar, wo ist meine Frau? Schluss mit dem Blödsinn, Wake. Sie liefern das Manuskript und kriegen dafür ihre Frau zurück. Ganz einfach. Ich kann nicht. Halt, hören Sie. Ich brauche Zeit, um es abzuschließen. Mir fehlt das Ende. Ich brauche eine Woche. Nicht fertig. Ich brauche eine Woche. Zwei Tage. Hier in der Nähe ist das alte Bright Falls Bergwerk. Sie können es nicht verfehlen, Städter. Im Hauptgebäude, um 12 Uhr mittags. Sie geben mir das Manuskript und kriegen Ihre Frau zurück. Wenn nicht, tja, kapiert. Ja, ja, ich verstehe. Okay. Barry hatte am Telefon über Vögel gesprochen. Okay, haben wir hier noch was?
So, mein Lieben, Kontrollpunkt erreicht. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst auf, ich bin völlig fertig. Das Spiel macht mich echt fertig hier. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, am besten Daumen nach oben. Und ja, abonniert den Kanal, ist immer noch kostenlos und macht reich und noch schöner. Bis zum nächsten Mal, habt eine gute Zeit. Ciao, ciao.